Jo, moin liebe Leute und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Silent Ghost. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen und leichten Platin hier auf meinem Kanal. Ja, immer wieder sonntags, ihr kennt das Spiel, hier mit CJ The Ball, seinem Challenge-Modus, Level 4C. Und ja, ich denke, ich brauche da wohl nicht viel zu sagen. Wir hauen das Ding direkt mal an. Es ist eigentlich wieder recht easy, bis auf das letzte Level. Das kann natürlich ein bisschen tricky sein. Da kommen immer diese Barrieren, ihr kennt das noch von der ersten Runde von CJ. Die dürfen wir nicht berühren bzw. zerstören, denn dann bekommen wir Coins abgezogen. Also die müsst ihr überspringen. Ja, wie gesagt, sobald ihr eins zerstört, ja, ist ein Coin weg. Dementsprechend habt ihr auch dann nicht die 100%. Und ja, die Coins kommen dementsprechend wieder so ein bisschen angeflogen. Wir hucken in diesem Waggon. Und ja, müssen dann dementsprechend wieder springen. Und ja, das werden wir jetzt hier mal versuchen. So, der erste Coin ist direkt hier zu Beginn. Wir hüpfen hier mal hoch. Und müssen dann dementsprechend da oben wieder einen Doppelsprung machen. Zack. So, da haben wir schon mal den ersten Coin. Dann geht es hier weiter. Hier kommt jetzt kein Coin. So, dann geht es hier hoch. Da kommt auch noch keiner. So, hier liegen die Coins jetzt dementsprechend direkt auf dem Weg. Die könnt ihr also auch nicht verpassen. So, 10 Coins, die Trophäe haben wir auch. Und so, jetzt kommt hier direkt an der zweiten Lampe kommt der erste Coin. Und hier die Barrieren überspringen. So, jetzt kommt hier nochmal der nächste Coin. Barrieren überspringen. So, jetzt kommt dann nochmal der nächste Coin. Barrieren überspringen. Dann kommt nochmal der nächste Coin. Barrieren überspringen. Und dann kommt jetzt hier der letzte Coin. Barrieren überspringen. So, perfekt. Wie gesagt, diesen Abschnitt müsst ihr halt auf jeden Fall auf 100% bringen. Keine Barrieren zerstören, alle Coins einsammeln. Kann ein bisschen tricky werden. Vielleicht braucht man den einen oder anderen Versuch. Habe ich auch gebraucht. Bis man das richtige Timing draus hat und der richtige Absprung, das richtige Absprung-Timing, besser gesagt, wann die Coins kommen. Aber es ist machbar. So, jetzt kommt hier unser kleines Bonusspiel. Jeder kennt es. Ja, hier alles zerstören. Zack. Und da haben wir es schon. Coins haben wir alle, 15 gibt es insgesamt. 100% haben wir damit erreicht. Und jetzt warten wir noch kurz, bis die Trophäen hier alle aufgepoppt sind. Und dann haben wir wieder unsere Platin auf den Sonntag hier. Heute gibt es leider nur eine. Heute, ja, haben sie nur eins rausgebracht. Ich denke mal, ja, bei den letzten zwei Mal war wegen Weihnachten und Neujahr. So, 100%. Und hier ist unsere begehrte Sonntagsplatin. Nice. Ja, Leute, dann war es das schon wieder von mir an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, kommentieren und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr auch keine Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Servus.